Danke. Nun hat sich zu Wort gemeldet Herr Markus Ferber. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Heute ist ein guter Tag, weil wir etwas auf den Weg bringen, was hier im Europäischen Parlament geboren wurde, was von der Kommission, Herr Kommissar, dankenswerterweise aufgegriffen wurde und das jetzt die ausreichende Zahl von Mitgliedstaaten gefunden hat, die in der verstärkten Zusammenarbeit das einführen wollen, was dringend notwendig ist, nämlich eine Beteiligung der Finanzmärkte an der Bewältigung der Kosten für den Schaden, die sie selber verursacht haben. Und es ist doch nicht einzusehen, wenn ich heute Abend irgendwann um 11 Uhr noch schnell ein Bier trinke, dass ich da selbstverständlich eine Mehrwertsteuer zu bezahlen habe, wenn aber Hunderte von Millionen auf Finanzmärkten verschoben werden, dass das Ganze steuerfrei stattfindet. Und deswegen sage ich in aller Deutlichkeit, es ist richtig, dass ein paar Staaten voranmarschieren. Europa ist immer dann einen Schritt vorwärts gekommen, wenn einige wenige mutige Staaten bereit waren, zusammenzuarbeiten und gemeinsame Probleme gemeinsam lösen. Und die, die ein bisschen länger brauchen, um zu verstehen, dass es klug ist, was die wenigen getan haben, die können dann in den nächsten Jahren gerne folgen. Das ist das, was Europa auszeichnet. Das ist das Signal, das wir auch dringend brauchen. Und wir können miteinander als Europaabgeordnete stolz darauf sein, das mit auf den Weg gebracht zu haben. Deswegen werden wir als CDU-CSU-Gruppe im Europäischen Parlament dem Podimata-Bericht morgen aus voller Überzeugung zustimmen. Dankeschön. Herzlichen Dank. Herr Domenici Leonardo. Grazie, Presidente. Nella raccomandazione che voteremo si fa esplicitamente riferimento al ruolo che dovrà avere la Commissione per integrare la valutazione di impatto iniziale.